Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Deliver Us Mars. Ja, wir sind mal wieder an der Mars-Oberfläche unterwegs mit unserem schönen Mars-Schwurm, mit dem wir ja mittlerweile auch schon einiges erlebt haben. In der letzten Folge haben wir leider Gottes unser einziges Mittel, um zurück zur Erde zu kommen, hier in die Berge katapultiert. Irgendwie hat der MPT anscheinend eine Fehlfunktion gehabt und hat das gesamte Schiff zum Abstürzen gebracht. Und wir müssen jetzt gucken, was von diesem Schiff möglicherweise noch übrig ist, welche Überreste sich möglicherweise hier noch befinden und was man von dem noch retten kann. Ich hoffe, es ist noch einiges übrig. Das Wichtigste ist die MPT-Schüssel. Die möchte ich gerne finden und gucken, ob man die noch instand setzen kann. Oder ob das alles mittlerweile nur noch Schrott ist. Das werden wir gleich rausfinden, sobald wir dort in der Nähe kommen. Bin ein bisschen erstaunt von Sarah übrigens, dass sie geglaubt hat, wir haben das mit Absicht gemacht, damit wir ja hier bleiben und nach dem Papa suchen, ganz ehrlich. Als ob wir selber nicht wüssten, dass das unser einziges Mittel nach Hause wäre. Das wäre ja ziemlich doof, wenn wir das jetzt zerstören würden. Aber gut, die Emotionen kochen natürlich hoch. Hey, schon da? Ja, ich sehe sie. Sie ist wohl auf der Seite gelandet. Sieht noch in Ordnung aus, aber ich muss näher ran, um sie untersuchen zu können. Mit etwas Glück hat die IAS das Schlimmste abgekriegt. Okay. Denn wenn's nicht geht... Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen. Und Sarah? Ruht sich aus. Bringen wir ihr gute Neuigkeiten. Okay. Ja. Es wird funktionieren. Wir gehen mal davon aus, dass es funktionieren wird. Hat eine Formel, wenn das gleiche losstarten würde. Der nächste Mars Rover. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieder einer, den wir entdeckt haben. Der dritte mittlerweile. Und ich glaube, wir werden dann, wenn wir alle entdeckt haben, ich glaube 5 Stück sind es insgesamt, eine kleine Errungenschaft dafür bekommen. Finde ich sehr gut. Aber gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Dinger hier noch retten können. Die Wracks irgendwie nochmal in Stand setzen können. Und dann doch noch sicher nach Hause kommen. Hier ist sie reingekracht, die Arche. So, mal gucken, dass wir da mal ein bisschen drumherum fahren. Hoppla. So, jumpen möchte ich hier nicht unbedingt. Wobei, müssen wir oder müssen wir nicht? Nee, ich glaube, das geht so auch. Aua. Vielleicht wäre es so ein bisschen schneller gegangen, aber egal. Bevor wir dann noch die Karre zu Schrott fahren, dann stehen wir hier draußen und verhungern möglicherweise, wenn wir nicht mehr nach Hause kommen. Beziehungsweise zurück zur anderen Arche kommen. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, was da noch übrig ist. Anscheinend nicht mehr so wirklich viel. Alles ist in Schutt und Asche gelegt. Mit dem Ding können wir hundertprozentig nirgendwo mehr hin. Eieieiei. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Trümmer der Arche Labos. Die Erde hätte davon profitiert, diese Arche wieder zu Hause zu haben. Revolutionäre Technologie völlig zerstört. Und die große Frage bleibt, war ich das? Haben wir mit dem MPT möglicherweise das ganze Chaos hier angerichtet? Oder wie ist das passiert? Das ist die große, 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 große Frage. Wir laufen mitten durchs Trümmerfeld. Krass. Da sieht man mal, wie riesig dieses Teil eigentlich ist. Riesen, 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 riesengroß. Krass, krass, krass. Aber alles zerstört. Wir haben zwar noch die verschiedenen Komponenten, aber so schnell fliegt das Ding nirgendwo mehr hin. Und schon gar nicht, wenn wir das wieder zusammenbauen müssen, denn wir schaffen das ja gar nicht. Boah, ich bin wirklich erstaunt gerade. Alter Falter. Weiß ich mal, ob wir da hinten noch reinkommen in das andere Teil. Das ist, glaube ich, aber eh nur der Antrieb dort hinten. Das da vorne sieht zumindest schon mal ein bisschen einladend aus. Mach mal das Licht an. So, na gucken wir mal. Lampe ist an, alles gut. Erstmal kurz kratzen. So.
Okay, okay. Knarzi, knarzi, knarzi. Müssen wir da rauf? Wird wurscht sein, denke ich. Gehen wir mal nach hinten. Okay, da kommen wir eh gar nicht raus. Gut, dann müssen wir nach oben. Alles klar. Und dann schauen wir mal, was da übrig ist von den Resten der Arche. Was bleibt? Und womit wir möglicherweise noch irgendetwas anfangen können. So, immerhin klettern können wir noch. Ei. Hier geht's sowieso nicht durch. Das heißt, hau ruck! Das hat da super funktioniert. Aber wir müssen springen, oder? Das kann nicht sein, dass wir hier uns wieder einfach nur umdrehen müssen. Ne, guck mal, die will hier auch raufspringen. Okay. Ja, so funktioniert es nämlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Müssen wir nochmal? Nee, ich glaube, das war's. Da vorne sollten wir durch sein. Dass das überhaupt noch aushält, das gesamte Gewicht von uns, vom Anzug. Ah, guck mal, da liegt ein Astrotalk. Da haben wir ihn. Der Philosobot. Ach, guck mal einer an. 30.11.2032, Zeit für Philosophie. Hier ist dein tägliches Zitat. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst, schreibt Immanuel Kant. Und die Antwort heißt abbestellen. Am 1.12. hat nicht so ganz funktioniert mit abbestellen. Zeit für Philosophie, hier ist ein tägliches Zitat. Denn es ist unmöglich, dass der Krieg das Leben erhält, während der Frieden es zerstört, schreibt Thomas Hobbes. Oder Hobbes. Und auch hier wird die Antwort abbestellen. Immer pünktlich um 6.30 Uhr kommt dieses Zitat. Am 2.12. natürlich genauso. Wir sind wie Chamäleons. Wir nehmen unseren Farbton und die Farbe unseres moralischen Charakters von denen, die um uns herum sind, schreibt John Locke. For fuck's sake, hör auf, das zu schicken. 3.12. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit, schreibt Marc Aurel. Service stoppen. 4.12. Das rechte Sehen ist nicht tun. Was? Das rechte Sehen und nicht tun ist Feigheit, schreibt Konfuzius. Ich will nicht mehr, bitte, ich hab genug davon. Am 5.12. würden Menschen frei geboren, ersehnen sie kein Konzept von Gut und Böse, solange sie frei blieben, schreibt Baruch Spinoza. Du verwendest dieselben 10 seit 4 Jahren immer wieder. Hör auf! Am 6.12. schlecht ist der Führer, den die Menschen verachten, gut ist der Führer, den sie verehren. Groß ist der Führer, der den Menschen sagen lässt, wir haben es selbst vollbracht, schreibt Lao Tzu. Ich schwöre, wenn ich ein neues Astrotool brauche, nur damit ich dich loswerde. Am 7.12. Die wahre Tragödie sind nicht Unterdrückung und Grausamkeit durch schlechte Menschen, sondern das Schweigen darüber der guten Menschen, von Martin Luther King Jr. Auch da kommt gar keine Antwort mehr. Am 8.12. Wer dich veranlassen kann, Absurditäten zu glauben, der kann dich auch veranlassen, Gräueltaten zu begehen, von Voltaire. Und am 9.12. Wir sollten unsere Worte weise wählen, denn sie werden gehört werden und die Menschen zum Guten oder Schlechten beeinflussen, vom Buddha. Na, interessant. Das große Ganze, erstes Story-Profil abgeschlossen, da guck mal einer an. Tatsächlich, 9 von 9, die Menschen von Outward, das war der Philosobot an Brian. Und da haben wir noch die Trümmer der Arche Lupus. So. Alles gut. So, weiter geht's. Einmal schnibbel die schnabbel die. Okay. Oh. Die Alarmsignale ertönen. Oh. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht länger aufhalten, als es unbedingt notwendig ist. Hier hinten kommen wir sowieso nirgendwo hin. Die Maschinen funktionieren zwar teilweise noch, aber das kann hier jeden Moment wieder alles einstürzen. Haben wir da drüben was? Nee, ich denke nicht. Autsch. Autsch.
Die Solarzellen von Labos. Ein Solarpanel im Hybridstil wie dieses wurde auf der Erde nie vollständig entwickelt. Aber hier auf dem Mars hatten sie es. Diese Leute kannten die Geheimnisse, um diese Schiffe zu bauen, noch bevor sie den Mond verließen. Sie hätten sie zu uns zurückfliegen können. Hätte Fahrradkette. War aber leider nicht so. Aber mit dem Wissen der Leute hätte man theoretisch auf der Erde natürlich auch einiges auf Vordermann bringen können. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das nächste hier, oder was? Das funktioniert nicht. Gut, das kann schon mal so nicht funktionieren. Warte mal, wo müssen wir hin? Ah. Deswegen hat sie auch die Kletterausrüstung auf einmal schon... auf einmal schon in der Hand. Weil es hier wieder ein bisschen... Oh, fuck. Oh, fuck. Das dreht sich. Oh, fuck. Funktioniert das? Warte mal. Das loslassen und rüber hier. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Ich glaube, wir müssen nach oben. So. Halleluja. Huiuiuiui. Okay, weiter geht's. Na, sehr spannend. Immerhin, der Durchgang funktioniert noch. Der hat nichts abbekommen, so wie es aussieht. Hat anscheinend eine ganz günstige Position. Auch hier gibt's nichts. Oh. Ob sie noch funktioniert? Scanne sie. Aber dafür gibt's hier was zu tun. Ayla führt den Scan durch. Gott sei Dank. Dann starten wir sie mal. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Sowas gibt es auf der Erde nicht. Das Teil funktioniert also noch. Na, immerhin. Es hat sich also gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt müssen wir halt nur schauen, dass wir den Strom da irgendwie durchpulvern können. Okay, erstmal ganz kurz gucken, ob es hier sonst noch irgendwas anderes gibt. Ich glaube fast nicht. Aber das können wir ja gleich rausfinden. Da ist das Wasser mittlerweile schon drin. Ich glaube, auch das werden wir brauchen. Warte mal, da haben wir noch einen von den Generatoren. Da oben ist auch noch was. Guck mal. Wie viel müssen wir denn hier aktivieren? Wir brauchen einen Dreierstrom da drüben. Und das sollte ja so theoretisch hinhauen. Wenn wir das direkt hier hinstellen und dann den Strom da durchschießen, haben wir genau den Strom, den wir auf dieser Seite benötigen. Aber wo braucht man denn noch einen, ist die Frage. Guck mal, da sind diese Geräte auch noch. Mache den Transformator wieder funktionstüchtig. Aber das war's doch wohl noch nicht. Aber wir haben hier kein Strommodul, das ist ja das Komische. Ah! Na, guck mal eine an, wir haben da oben aber noch welche. 2 und 2. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße. Okay. Ich weiß nicht, wie weit wir mit dem Ding kommen. Können wir das Ganze da oben hinstellen? Ich glaube ja nämlich fast nicht. Wir können nicht springen mit dem Teil.
Na toll, wir können es auch so nicht aktivieren, blöderweise, weil da genau das im Weg steht. Na, so fließt doch da nie ein Strom durch. Das kann ja nie so funktionieren. So fließt hier nie ein Strom durch. Wir können versuchen, hier den Strom abzuzapfen und da oben reinzuschießen. Mehr oder weniger. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Was jetzt, Ayla? Verbindet sich komischerweise nicht. So, ich nehme den Timer, das Timer mit. Wie können wir das Ganze verbinden? Das ist ja easy, aber wie kommen wir denn da oben rauf? Schaffen wir das? Funktioniert das? Na gut, das verbindet zumindest mal das hier mit Strom. Aber das bringt wohl eher noch nicht ganz so viel, weil da noch ein bisschen zu viel Strom durchläuft. Wir brauchen eins weniger. Wo haben wir denn jetzt noch eins von diesen Geräten, dass wir das mal hier probieren könnten? Weil was anderes bleibt uns ja sowieso nicht übrig, außer ein bisschen zu probieren. Da oben steht noch eins. Wie kann ich das holen? Wer stellt denn das überhaupt da rauf? Und wie komme ich da hin? Warte mal, da hinten vielleicht? Höh! Schneiden? Ah. Was schneiden wir denn hier?
Aha. So können wir hier rauf. Na, Halleluja. Na, das ist ja mal vielleicht was. So, wenn wir das hier vielleicht aufstellen. Und einerseits damit verbinden und andererseits damit verbinden. Ach so, auf der anderen Seite müssen wir auch noch hin. Wie würde denn jetzt der Strom auf der Seite aussehen? Okay, da ist immer noch zu viel Strom. Und wenn wir uns jetzt das hier mitnehmen und da hinstellen. Da ist alles klar. Auf zum nächsten. Dann scheint es auf der Seite zu funktionieren. Na, Halleluja. Halleluja, Freunde. Ich glaube, ich spinne. So, ich lasse das mal hier stehen und wir probieren das Ganze jetzt nochmal hier. Das scheint nämlich auch zu funktionieren, aber die große Frage ist jetzt... Ah, da steht ja noch eins. Na, guck mal einen an. Den sehe ich ja jetzt erst. Aber die große Frage ist, wo kommt denn hier der Strom her? Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo der Strom hierher kommt. Nämlich von hier. So. Dann müssen wir das noch verbinden. Oh fuck. Hallo, hallo. Nein, das war falsch. Und zwar richtig verbinden, hoffentlich. Na, das ist ja mal eine Nummer hier. Hallo, hallo. Da muss man ja studiert haben für diese Streampunkte. Na gut, das scheint schon mal nicht so zu funktionieren. Ich glaube, ich habe es gerade verschissen. Kann das sein? Habe ich es gerade verschissen? Wir haben hier genügend Strom, aber irgendwie kriege ich das da oben nicht zum Laufen. Ich habe noch nicht die perfekte Stelle gefunden, um das zu platzieren. Aber die perfekte Stelle kann nur hier sein. Warte mal, wir können sie ja mit Ela vielleicht nochmal raufholen. Oder vielleicht auch hier hinstellen. So, das sollte funktioniert haben. Und dann... Halleluja! Genau so, Ayla. Na, das ist immer eine Aufgabe hier. Wirst du über uns sein. Halleluja! Es ist eigentlich, wenn man mal weiß, wie es funktioniert, irrsinnig einfach. Aber das mal herauszufinden, wie man jetzt wo was verbindet. Ach du Scheiße. Okay, es hat funktioniert. Das Ding läuft, es hat funktioniert. Und das nächste Hologramm wartet hier auf uns.
die nächste Aufgabe, die wir lösen müssen. So, Nummer 1. Ja. Und das. Gut, das war's immer noch nicht. Ja, Sir? Aktivieren Sie sofort das Sicherheitsprotokoll der MPT-Verbindung. Ich verstehe nicht. Die Homeworlds-Aufständischen wollen die Kolonie an sich reißen. Deaktivieren Sie Archer Labos. Und die MPT-Software braucht ein Genehmigungsprotokoll. Sir? Und falls jemand versucht, die MPT-Verbindung zu Habitas ohne meine Genehmigung neu zu starten, dann übertakten Sie sofort die Schubdüsen. Dann brennen Sie durch. Und Labos treibt weg und es löst vielleicht eine Kettenreaktion zum Rumpfteil aus und zerstört das ganze Schiff. Tun Sie's! Stellen Sie die Genehmigungskondition auf ein Schlüsselstufe Argus. Verstanden? Ja, Sir. Jetzt wissen wir zumindest mal, warum das Schiff abgestürzt ist. Das war definitiv nicht unsere Schuld. Das haben wir durch dieses Hologramm jetzt erfahren. Ich weiß, warum die Arche abgestürzt ist. Als der Aufstand in Habitas ausbrach, hat MacArthur der MPT-Verbindung ein Notausprotokoll zugefügt. Dieselbe MPT-Verbindung, die wir fast in Labos gestartet hätten? Ja. Wenn man ohne seinen Ratscode die Verbindung startet, brennen die Schubdüsen durch. Das hat Labos zerstört. Ich sehe mal nach der Schüssel. In Ordnung. Viel Glück. Aber wenn er immer noch hier war... Auf diesem Schiff, wo ist er dann jetzt? Dann müsste er ja theoretisch immer noch hier sein. Oder hat er mittlerweile vielleicht auch irgendwie ein kleines Raumschiff oder eine andere Fluchtkapsel oder sonst irgendwas genommen, um das weiter zu suchen? Das kann natürlich sein. Interessante Geschichte hier, Freunde. Sehr, 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 sehr interessant. Da sieht man mal, wie schnell aus einem Freund ein Feind werden kann. Ich habe das Gefühl, da müssen wir wieder ein bisschen rumspringen. Und einhaken. Achso, wir sind ja eh schon hier. Passt. Alles gut. Alles gut. So. Okay. Weiter geht's. Aber wo geht's hin? Nach unten geht's anscheinend. So. Okay, Lampe mal anmachen. Ich habe das Gefühl, da drüben wird es genau gleich aussehen. Da werden wir wohl nicht viel tun können. Nee. Aber dafür kommen wir hier wieder an die Oberfläche. Na, guck mal einer an. Huiuiuiuiuiui. Freunde, 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 ich glaube, auf dieser Reise werden wir noch einiges erleben, definitiv. Wir werden hier hundertprozentig noch einiges erleben. Geht's da unten weiter? Keine Ahnung. Ich meine, da oben werden wir wohl wenig finden. Auf der anderen Seite genauso. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir gucken uns dann weiter um auf diesem Schiff hier in der nächsten Folge und gucken mal, was wir da möglicherweise alles noch so für Geheimnisse vielleicht aufdecken und möglicherweise auch noch die ein oder andere Leiche finden. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht. Wir wissen nur, MacArthur war auf diesem Schiff, hat das Schiff irgendwie umprogrammiert, dass die Schubdüsen durchbrennen, sobald der MPT irgendwie gestartet wird. Aber die Frage ist, ist er jetzt mit seinem Schiff untergegangen oder hat der Kapitän das Schiff vorher verlassen? Diese Frage werden wir hoffentlich beantworten können dann in den nächsten Folgen hier von Let's Play Deliver as Mars. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!